Survival of the Fittest. Ja, du liest richtig, nicht Fittest, sondern Fettest. Und was das mit der National Boat Trail Association zu tun hat. Ja, wenn du das wissen willst, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Und ja, Survival of the Fittest, natürlich, das ist ein Level extra für mich gemacht, aber auch du kannst das anziehen, wenn du magst. Oder the National Boat Trail Association, ja? Ja, ich meine, wer braucht diese Baseball Association? Wir haben die Boat Trail Association und viele andere Sprüche und ja, lustige, aber auch sinnvolle, ästhetische Leibauen, also T-Shirts, Pullover, Tassen, gibt's als Merchandising-Artikel in einer neuen Marke, wenn man das so marketingtechnisch und irgendwie sagen will, aber einfach auf einer neuen Webseite, nämlich auf waldleibau.com. Ich gebe da unten den Link, schau da mal rauf. Da sind Reini Rossmann T-Shirts, weil ja einige gesagt haben, als ich das letzte Mal die Patches rausgebracht habe, warum es keinen Reini Rossmann Patch gibt. Ja, jetzt gibt es Reini Rossmann Kappeln, Leibauen, Pullover, Tassen, was weiß ich, in unterschiedlichen Ausführungen. Wir haben T-Shirts und Produkte für Jäger, wir haben was für Fischer, wir haben was für Soldaten, wir haben Soldatensprüche. Grüße an den Matthias B. Ja, ich meine ernsthaft, nur dumme Soldaten frieren. Du hast vollkommen recht und das ist ein Statement, das wir auch als T-Shirt und als Merchandising-Produkt da gebracht haben. Aber auch solche Dinge wie Survival of the Fittest oder ich liebe mein Victorinox oder was auch immer, unterschiedliche Messertypen oder ich liebe es Französisch. Mhm, ganz genau. Naja, ganz klar. Könnte ja passieren, dass ich das gerne habe. So. Und wenn dir das taugt, dann kauf dir das eine oder andere T-Shirt. Und ja, wir erweitern dieses Projekt permanent und da gibt es jetzt zwei Dinge. Nummer eins, wenn du eine Idee hast oder irgendein T-Shirt oder irgendeinen Spruch, einen Outdoor-Spruch für Survival, Bushcraft, Camping, Soldaten, Fischen, irgendwas Outdoor-mäßiges haben willst, ja, dann schick uns das ganz einfach per E-Mail oder schreib uns unten einen Kommentar, wenn du magst. Das wäre sehr, sehr nett und der Benny und ich, wir schauen, ob wir das irgendwie in das ganze Programm irgendwie mit einbauen können. Und das zweite ist das, wenn du eigener YouTuber bist, wenn du deine eigenen T-Shirts haben willst, ja, und die gemeinsam mit mir, mit uns auf diesen waldleibau.com Shop mitvertreiben willst, dann melde dich auch bei mir unter reini@überlebenskunst.at und schauen wir uns ganz einfach an, wie das funktionieren kann. Also waldleibau.com, ein neues, ja, ist ganz einfach so ein Fanartikel und ich weiß nicht, gibt's ganz einfach. So, eine Sache, das sind jetzt keine Funktionswäsche, das ist einfach ein Baumwoll-Leiberl. Und im Leiberl, ich weiß nicht, wie sagt man eigentlich Leiberl auf Plattdeutsch oder in Franken oder in der Schweiz? Leiberl? Bei uns in Österreich sagt man halt Level dazu, aber vielleicht magst du mir auch da einen Kommentar schreiben, wie man das sagt. Aber auf was ich hinaus will, ist das, es gibt es in Bio-Qualität und sonstige Dinge, das ist alles okay, aber es ist keine Funktionswäsche. Baumwolle ist im Sommer super, weil es sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Im Winter, wenn du da Baumwolllevel anhast und schwitzt, dann Halleluja, weil das ist einfach ein Problem. Es ist keine Funktionswäsche. Und das zweite ist, wie ist dieser Shop organisiert? Wir drucken diese Leiberl nicht selber, ich habe sie auch nicht hier in meinem Lager, weil das platzt sowieso schon aus allen Nähten. Also wenn ihr da T-Shirts auch noch habt, dann drehe ich durch. Nein, wir machen das gemeinsam mit Spreadshirt, die organisieren das Ganze, die haben wirklich vernünftige Qualität, schicken dir das zu, das ist alles okay, wenn es irgendwelche Reklamationen geben sollte. Wir haben uns ja unterschiedlichste Produkte angeschaut, einmal war eines dabei, das war nicht okay, die haben uns das einfach ausgetauscht oder das Geld zurückgeschickt und die Sache ist erledigt. Und wenn du da dabei sein willst bei diesen Teilen, dann ja, würde es mich ganz einfach freuen. Unten findest du den Link auf waldleiberl.com, das neue ja, Spaßprojekt von Reini Rossmann sozusagen, wenn man das so nennen darf. Ich mag dir mal Daumen nach oben oder nach unten bitten. Ja? Und ja, vielleicht magst du einen Kommentar schreiben, was du so Survival of the Fittest oder National Boat Trail Association oder nur dumme Soldaten frieren oder ich lieb's Französisch, wie auch immer du gerne haben magst. Dann schreib uns entweder eine E-Mail oder einen Kommentar. Danke auch an den Benny Panek. Dankeschön für deine Unterstützung und für deine Hilfe. Du magst die Sache wirklich toll, das freut mich sehr. Ein Abo, wenn du das erste Mal hier bist, aber andere Videos zum Anschauen. Unten der Link ja, zu diesem Shop hier.
Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.